Tief winterlich präsentierte sich der Kriegacher Hauptplatz. Auch Peter Rosecker hat davon was abbekommen. Auf Initiative der Marktgemeinde und der Gewerbebetriebe wurde am ersten Adventssamstag der Kriegacher Waldheimatmarkt abgehalten. Wir haben in Kriegach wieder den Waldheimatmarkt im Advent. Und eigentlich könnte das Wetter gar nicht besser passen. Die Adventsstimmung ist da. Und wir freuen uns wieder, dass die Gewerbetreibenden und auch Institutionen da mitmachen. Vor allem hat sich die Jugend einiges einfallen lassen und sind sehr initiativ geworden. Ja, das ist ganz besonders erfreulich, dass die Jugend da sehr aktiv ist. Und zwar das fängt auch von der Volksschule, dann der Kindergemeinderat, die Rotkreuz-Jugend und die HLW ist auch mit ihrem Stand vertreten. Wir haben heute einen Adventsstand für die dritten Klassen der Volksschule Kriegach, damit wir im nächsten Jahr Schulanlage fahren können. Markus, was habt ihr alles gebastelt? Wir haben einmal Turmengel gemacht, Karten haben wir auch gemacht, Herzen haben wir gemacht und dann neues Vogelfutter. Waltersalz. Super. Hallo, ich bin Akitea Pascha und wir sind hier beim Kindergemeinderat mit meinen zwei Freunden Andrea und Rosa. Wir verkaufen Würstchen, kalte Foucade und warme Foucade. Markus, was macht der Kindergemeinderat? Wir planen Sachen und werden die dann auch durchführen. Und da treffen wir uns halt immer, das ist recht lustig. Und ja. Hallo, ich bin die Carina. Wir sind die Rotkreuzium. Ja, wir sammeln für Ausflüge. Und das ist alles selber gemacht. Wir sind heute da mit der Jugend. Wir haben das ganze Jahr über gebastelt, damit wir dann Ausflüge machen können und tolle Aktivitäten mit unseren Jugendlichen. Und deswegen haben wir gebastelt. Genau. Und wie haben sich die Betriebe an diesem Waldheimatmarkt beteiligt? Die Gewerbetreibenden, die sich da beteiligen, entweder da mit einem Stand am Hauptplatz oder direkt in ihren eigenen Geschäften, die haben alle Preise zur Verfügung gestellt und um 16 Uhr ist dann die Verlosung und anschließend gibt es auch einen Hauptpreis und wir freuen uns dann schon, wenn einfach die Leute da beteiligt sind, weil dann ist es ja schon dunkel, die Weihnachtsbeleuchtung ist dann entzündet und es gibt sicher eine wunderbare Stimmung da am Hauptplatz. Heiße Maroni, heiße immer. Wie geht's dem Maroni? Ja, eigentlich ganz gut, wenn man da reinschaut. Schuhenlang, die werden in Oberösterreich produziert, also ganz regional. Und dann haben wir natürlich auch Stirnbänder, Schals. Die Socken aus Alpaka sind sehr beliebt, weil die halt super warm sind. In Kombination mit den Schuhenlagen nie wieder kalte Füße. Und ja, sonst halt auch Alpaka-Produkte wie Haum, Handschuhe, Stirnband und solche Sachen. Hallo, ich bin die Claudia von der Imkerei Köbel. Wir stehen da als Bienenzuchtverein Kriegach. Bei uns gibt es Honig, Met, Liköre, verschiedene Kerzen, Seifen und Cremen und Lippenbalsam. Wir freuen uns auf euch Kummer. Ich bin von der Romas, ich bin die Gräfin Manuela, ich bin die Heilmasseurin und die Kosmetikerin von Kriegach und wir haben ein Traumwetter beim 15. Waldheimatmarkt. Und jedes Jahr habe ich die Weihnachtsschokolade, die Schnöll und die Aromaseifen im Verkauf. Und ich freue mich über jeden, der kommt. Wir sind vom Tennisverein und wir haben da einen Glühweinstand. Und hat uns die Marktgemeinde Kriegach zur Verfügung gestellt, dass wir da am Adventmarkt Glühwein, Wunsch, Kinderwunsch, Kekse verkaufen dürfen. Und ja, genau. Bei mir gibt es Kosmetik, Fußpflege und Nageldesign. Wir machen auch Wimpernverlängerung, Wimpernverdichtung. Katzen, Färben, alles was die Schönheit eigentlich betrifft. Blumen Masuti hat einige Gestecke vorbereitet, damit man es sich zu Hause gemütlich machen kann. Den Hauptpreis gewann Rosa Gaugel aus Kriegach. Ich darf dir herzlich gratulieren. Danke. 400 Euro. Ja, danke. Ja, man merkt da nur schon durch den Schnee, was wir heuer haben, es ist alles viel gedämpfter, es ist einfach besinnlicher, die Stimmung, es ist nicht so laut. Also ich glaube, Kriegach und Peter Roseckers Waldheimer und der Schnee dazu, das ist einfach perfekt.
Und um 17 Uhr ist es in Kriglach üblich, dass die Adventzeit mit dem Einschalten des Christbaum eröffnet wird, musikalisch begleitet von den Kindern des Kindergartens. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk AT. Sängerknaben kommen zu einem Sensationskonzert nach Kindberg. Am Freitag, den 26. Jänner mit Beginn um 19.30 Uhr werden sie einzigartige Neujahrschorklänge in das Volkshaus bringen. Vorverkaufskarten gibt es in allen Reiker-Filialen, Kindberg Mitte, Traffic Plus und allen Ö-Ticket-Stellen. Infos im Internet unter www.media-con.at. Kettenpflicht, Ihr verlässlicher Schmuckpartner. Auch unter www.kettenpflicht.at. Erleben Sie die Magie von American Christmas mit Andy Lee Lang am 13. Dezember im Kongress in Leoben. Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre und genießen Sie die neu gestaltete Show dieses Ausnahmekünstlers. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und lassen Sie sich von Andy Lee Lang in eine musikalische Winterwunderwelt entführen.